Und da wollen wir noch mal genauer drauf schauen mit Professor Andreas Rödder, Zeithistoriker und CDU-Mitglied, außerdem in der Grundwertekommission der Partei. Ja, ich grüße Sie, Herr Rödder. Sie waren ja an dieser sprachlichen Anpassung im CDU-Grundsatzprogramm beteiligt. War das wirklich notwendig? Guten Tag, Herr Oppel. Ich bin an dieser konkreten Formulierung nicht beteiligt gewesen, weil ich im Moment dort keine Funktion ausübe. Insofern kann ich Ihnen gerne meine Einschätzung mitteilen, die ich als jemand habe, der in dieser Grundsatzprogrammkommission, die Grundwertekommission, geleitet hat. Also, das ist eine Formulierung, über die sich die CDU schon des Längeren Gedanken macht und bei der sie auch eine gewisse Sensibilität dafür hat, dass man hier eine Abwägungsentscheidung treffen muss, wobei die Formulierung das eine und die Aussage, die man treffen will, das andere ist. Die bisherige Formulierung, dass Muslime, wenn sie unsere Werte teilen, dazugehören, die konnte man tatsächlich so lesen, als dass man Muslimen ein Bekenntnis abverlangt. Bekenntnisse abverlangen ist aber immer schwierig. Auf der anderen Seite ging es ja darum, in Angesicht der Realität eine Aussage zu machen und nicht einfach sich die Welt schön zu reden. Und insofern hat man jetzt diese negative Formulierung gewählt und gesagt, dass ein Islam, der die freiheitliche Ordnung ablehnt, dass der nicht zu Deutschland gehört. Ich finde, das ist etwas präziser formuliert. Die Aussage bleibt im Grunde die nämliche. Und die CDU, finde ich, gibt sich hier erkennbare Mühe, den Spagat zu finden zwischen der Offenheit der offenen Gesellschaft, aber auch der Verbindlichkeit, die eine solche Gesellschaft an Grundlagen benötigt. Das ist natürlich schon die Frage, denn Sie benennen ja jetzt gar nicht mehr die Muslime, sondern eben den Islam allgemein. Also man könnte auch sagen, die Union knickt da ein vor politisch korrekten Mainstream-Sprachregeln. Ich finde nicht, dass die Union hier einknickt. Die Aussage bleibt im Prinzip dasselbe. Und ich glaube, es ist ein klares Bewusstsein vorhanden, das hat Friedrich Merz ja auch schon früh gesagt, dass man hier an die Formulierung noch mal ran muss, dass diese Formulierung missverständlich ist, weil diese Formulierung über die Muslime, die unsere Werte teilen, dass die zu Deutschland gehören, tatsächlich so wirken könnte, als würde man den Menschen ein Bekenntnis abverlangen, das sie jeden Tag oder bei Gelegenheit oder wenn sie gefragt werden, öffentlich äußern müssten. Das ist nicht sehr liberal, aber zugleich werden hier Voraussetzungen formuliert und ich finde, das bleibt in der Sache eigentlich so, wie es war. Dass man über diese Formulierung streitet, finde ich aber, ist die abgeleitete, nicht die eigentliche Frage. Ja, wobei Herr Röder, also dass man ja extremistischen Islam ablehnt, das ist ja sowieso klar. Also den lehnen alle ab. Aber dass man eben Menschen, die hierzulande diesen Überzeugungen anhängen, dass man die verändern möchte, dass man denen klar machen möchte, dass das nicht geht, da ist schon die Frage, ob das jetzt mit diesem Satz tatsächlich so klar ausgedrückt wird. Ja, aber das ist ja natürlich auch ein Problem, denn was machen Sie denn mit Muslimen, die deutsche Staatsbürger sind, aber bestimmte Werte nicht teilen? Da kommen Sie natürlich in schwere Wasser. Und insofern ist diese Formulierung hier etwas allgemeiner gewählt. Und die Aussage, die getroffen wird, ist die, dass dieses eine offene Gesellschaft ist, die für den Islam offen ist, aber dass sie ihre roten Linien kennt, an denen die Toleranz endet. Ich finde, das wird eigentlich sogar in der neuen Formulierung noch etwas präziser formuliert, als das vorher der Fall war. Aber nochmal, das Entscheidende ist doch, die CDU muss sich hier platzieren zwischen einem Multikulturalismus, der Probleme ignoriert, und einer Vorstellung, wie sie die AfD von rechts betreibt, die auf eine homogene Gesellschaft zutreibt, die eigentlich gar keine Toleranz für Muslime und den Islam und andere Herkünfte und Religionen entwickeln will. Und ich finde, hier platziert sich die CDU mit einer klaren Aussage. Und ich finde, diese Aussage ist tatsächlich wichtiger als die letzten Details der Formulierung, bei denen man natürlich immer dieses oder jenes gegen die konkrete Formulierung einwenden kann. Da bleibt natürlich trotzdem die Frage, ob man am Ende beim Wähler damit punkten kann. Andreas Röder, ich bedanke mich. Gerne. Noch mehr News, die gibt es bei unserem Nachrichtensender Welt. Einfach den Sendersuchlauf bei eurem Fernseher starten. Die Anleitung dazu, die findet ihr hier. Und wenn ihr spannende Dokus sehen wollt, packende Reportagen, dann müsst ihr einmal hier klicken.